oder wir sollten einfach keine eigenen Fahrzeuge wählen. Das Gegenteil nicht abzustellen. Bei den normalen Stuntrennen schalte ich das ja schon immer aus. Aber da geht das nicht bei Arena War. Da kannst du. Wie gesagt, man muss halt einfach für die Zukunft halt einfach mal akzeptieren, dass das meiste, was wir spielen werden, Deathmatches und Last Team Standings und sowas sind. Du kannst solche Modi ganz schlecht mit wenig Leuten spielen. Ich werde auch nochmal fürs nächste Mal nochmal eine Playlist nochmal ändern und lasse ich dieses Arena War Kram raus. Ach, ich fand's nicht schlecht. Ja, okay. Das ist ja auch nicht schlecht, aber das muss, du brauchst mehr Leute da dafür. Da brauchst du schon 6 oder 8 Leute, sonst macht das einfach keinen Sinn. Sonst hast du keinen, der hinten das Tor bewachen kann. Du brauchst auch Leute, die hinten abwehren, während vorne angegriffen wird. Sonst ist der ganze Spielmodus echt von Arsch. Ist einfach so. Sonst fährst du ja nur im Kreis, wie wir ja gerade gesehen haben. Upsi. Herzhaft? Ich musste dich mal beruhigen. Geheimpreis freigeschalten, den großen Diamanten. Was ist das denn bitte jetzt? Hä? Kann mir das einer verraten? Sag mal, keine Ahnung. Ich muss mal ganz kurz was beantworten. Zieht das dabei hier irgendwas ab oder? Ich kann dich nicht mal angreifen. Jetzt geht's. Deine scheiß Karre da! Ich komme mit raus. Du Sackerl. Genau. Wehrlos, weißt du? Mit dem Messer, ey. Nee, nie schießen. Nee. Keine scharfe Munition. Dann musst du aber einen Charakter ändern. Das ist meine scharfe Munition. Ja, ist genau. Scheiße. Hier. NPC. Voll drauf. Kevin ist gestorben, wie immer. Ja, ich war auf der Autobahn. Er wollte wie ein Bekloppter die Autobahn überqueren. Ja, da kam scheiß NPC an. Hey, da ist er wieder. So. Es heißt Steve. Schön, dass du... Ja, dann gut, okay, dann müssen wir mal gucken, was machen wir denn jetzt noch an Mission. Wir könnten ja noch ein paar Verwandlungsrennen machen, da nehmen wir noch ein bisschen was von der Doppel-AP und Geld mit. Ja, nee. Mir ist es wurscht, was wir machen. Jo. Ich meine, das mal eins hier, das geht mir auf den Sack hier. Der überfährt mich ja mit meinem eigenen Auto. Zu Recht. Komm mal. Boah, diese Drecks-NPCs gehen mir so auf Eier. Ich schon zweite Mal jetzt hintereinander. Ich will nicht sagen, bist du wieder von denen überfahren worden. Ja. Schon wieder, ja. Oh Mann, oh. Ihr habt mich nicht lieb, scheiß NPCs. Und es geht weiter, meine Damen und Herren. Yeah. Meine Herren und Damen. Was haben wir denn noch an Missionen? So ein bisschen überhaupt. Sollen wir mal zum Abschluss mal wieder Kontaktmissionen spielen? Die haben wir doch alle schon durch. Wir haben auch diverse andere Dinger schon durch. Da machen wir noch ein paar Team Deathmatch, komm. Vielleicht hast du eher Bock drauf. Oder lässt du im Standing oder sowas. Lässt im Standing war lustig. Dann machen wir ein paar Lässt im Standing, komm. Aber das ist jetzt normale, wirkliche Lässt im Standing und nicht irgendwie Rockets vs.
sondern halt Schießdinger da. Okay. Als Vorschlag einfach. Die fand ich nämlich eigentlich auch ganz cool. Dein Fahndungslevel wurde wieder hergestellt und du hast 0 Dollar wiederbekommen. Das hat schon noch nie. Ich glaube, wenn du in der Mission bist und das Fahndungslevel noch nicht weg ist, dann kriegst du es wieder, wenn du dann zurückkommst. Mutti, über mich abknallen, die Schweine. Ich bin noch nicht so. Ich hab doch Gefühle. Bitte was? Das halte ich für ein Gerücht. Das ist mir neu. Du Sack, Junge, ich hab deinen scheiß Kopf nicht erwischt. Ja, weißt auch Wehrlose. Das können sie dann alle, die Frauen, weißt du. Das heißt ja Wehrlos. Ja, nennt sich Wehrlos. Du warst nie wehrlos, du hattest eine Waffe. Das hatte ich ja. Hatte ich alles für ein Gerücht, dass ich eine hatte. So, müsst alle eingeladen sein. Nein, Munition war alle. Ah, Mist. Aber ich nehme da an, oder? Verdammt! Geht weiter. Ja, verdammt, in dem Moment, wo ich die Einladung annehmen wollte, dann nehme ich auch nicht die Säcke. Was war denn das mit dem Staudamm? Hatten wir das nicht schon mal? Nein. Nee, die hatten wir noch nicht, aber ich finde die ganz cool. Ich glaube, die war ganz cool. Nein, der hatten wir noch gar nicht. Das ist von Rockstar alles erstellt. Das ist kein selbsterstelltes. Es gibt nur mit. Okay. Du hast nur ein Leben, vergeude es nicht. Alter, ich kenne Kevin noch nie. Der springt gerade runter. Wollen wir dann alle noch winken vom Damm? Tschüss, Kevin. Pass auf, Fräulein, was du sagst. Jetzt muss ich gerade an einen Witz denken. Jetzt kommt's wieder. Die ganzen ausgelutschten. Nein, ich sag nichts. Besser so. Manchmal ist das besser so. Das sag wohl dir auch jedes Mal. Kennst du ja, besser widerlich als widerlich. Widerlich als widerlich, ne? Drastiker hin. Hä? Hättest du wohl gerne. Ist abgeschaut. Du Sack! Hey, komm vor! Was ist das? Weißt du, mit Raketen kommen sie dann? Der hast du nicht getroffen. Ich hätte dich fast gehabt alleine mit dem Ding da. Du hast nämlich nichts mehr. Ich hätte so weggeatmen können eigentlich. Ich hatte nichts mehr, aber es war nicht schlimm. Ja? Ja, okay. Ich stehe dann im Auto, das macht das Spiel jetzt auch.
Du! Oh, Schwein gehabt! Das ist nicht wahr! Kevin schon wieder? Ja. Ja, ich wollte Granate werfen, ich hatte ja Rüstung abgeprallt. Und dann zum Boah! Markus, du hättest fast, ne? Ist rechts rum. Nein! Dumme Idee. Da ist der vorgelaufen, scheiße. Ein Versuch war es wert. Aber Kevin hat sich wieder mal selbst gekillt. Ja, öfters mal. Kriegst du ja nicht anders. Ein typischer Kevin halt. Meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Stream sehen, dann freuen Sie sich. Mit einem Kevin zu spielen, macht es immer wieder Spaß. Ich kipp dir gleich. Naja, bei Svenja und Kevin hängt es immer vom Spiel ab, ne? Oh. Na dann, auf ein neues. Let's go, Finger und Po. Mexiko. Alter, ich stehe direkt vor dir und ziele auf deinen Kopf. Was ist denn das für ein Scherz, Alter? Meine Fresse, ey. Jawohl. Nein, schlecht. Jetzt hat mich der Kevin erwischt von hinten. Wie immer, die Saudi. Hier, da schießt er mit Granaten, da kann nicht. Einfach entgegenlaufen, weil vor Schreck schießt er sich wieder selber ins Bein. Pass auf. Warte. Jawohl. Ratte, Alter. Ich frage mich doch, warum du hinter der Scheißkiste stehen bleibst. Vor allem regt sich Kevin bei anderen darüber auf und macht's dann selber. Ja, das war jetzt mal die Taktik. Ich hab mich nicht aufgeregt, alles gut. Es gehört dazu. Ne, aber Markus, ich hab wirklich gedacht, du triffst mich, ne? Alter, ich stand gerade wirklich direkt vor dir und hab auf dich geschossen, das ist nicht mal ein Hitmarker gewesen. So ein schlechter Scherz, ey. So. Für die ganzen blöden Sprüche, jetzt war ich beide ausgelöscht. Ach, Kevin, da müssen Gegner kommen, keine Abwehr. Alter! Das war nicht, das war einfach nur wenn du über die Gegend geschossen. So ein Bullshit, ey. Aber beide weggeplautzt, ey. Ich hab so Bock. Oder Kevin macht's gerade nass, herrlich. Ich hab eigentlich nur mit dem Granatwerfer wenn du über die Gegend geschossen, dann treff euch beide. Also einen hab ich gesehen, 25, 50 RP hat nicht bekommen. Ich dachte, wir einen hab ich erwischt vielleicht, aber direkt beide. Nett. Nutzscheiße einfach nur. Hier, pass auf, wir bleiben jetzt einfach stehen und warten auf die. Meinst du, das macht's besser? Oh Gott, ey, herrlich. Der war geil. Der war nett. Ah.
fragt man sich, wofür man im Spiel in Deckung gehen kann. So, meine lieben Zuschauer, Sie können jetzt noch die nächsten 50 Stunden jetzt noch warten, weil zwei Teams am anderen Ende des Staudamms einfach rumstehen und nichts tun. Und deswegen langweilen wir uns hier nochmal die restliche Zeit. Nö, wir gehen jetzt hin. Wir holen jetzt den Camper dort ab und dann ist Feierabend. Habe ich irgendwas mitgenommen? Willkommen. Hä? Was du irgendwas mitgenommen hast, ist dein Leben. Aber herrlich, ey. Ich glaube, das war der Kill des Tages. Einfach die Granate in die Gegend geworfen und trotzdem geworfen. Und sie beide geholt. Naja, passiert. Trotzdem war's gut. Warum zur Hölle kriegst du? Ne, zwei, ne. Was wollt ihr machen? Über den Laps. Okay. Okay. Aber was ein bisschen in den lästigen Standing. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Wieso, weil du die Granate vom Kopf gekriegt hast? Moment, halt. Kennt da, ne? Ah, das möchte ich gerne mal in der Wiederholung sehen, was du da geschossen hast, wie du es geschossen hast. Mit dem Granat- ich würde sagen, wir machen jetzt noch bis halb noch Last Team Standing und dann machen wir die letzte halbe Stunde noch ein bisschen Lobby rumgeballere. Das war eigentlich nur ein Granatwerfer, den ich bisschen, wo ich einfach nur nach oben in diesen Torbogen reingeschossen habe. Mehr war es nicht. Oder was sagt ihr? Kein Problem, bin dabei. Können wir machen. Cool, ich bin wieder bei 12 Millionen. Juhu. Peter. Das ist das Gute, dass ich wirklich nicht gecheatet habe. Ich verfolge öfters bei Facebook, wenn irgendwelche Anfragen sind, die meisten so, können wir ja gegenseitig Perigo-Wursten. Jetzt war seit langem, seit wirklich 2-3 Monaten mal wieder eins dabei, können wir in der Peter Griffin machen? Hä? Wenn sie nicht allgemein liest du in den Gruppen nur, wer kennt diesen Glitch, wer kann mir das erglitschen, wer kann mir hier das droppen, wer kann mir das hier einstellen und wer kann hier diese... Es ist ja, irgendwie sowas. Mittlerweile verfolge ich das kaum noch. So ein bisschen die Gruppe. Wer kann mir dieses Auto auf dem Dings duplizieren? Wer kann mir das da machen? Und es ist traurig. Nichts mehr wird normal erspielt. Baby! Aber du hast mich noch gekriegt mit deiner Scheißgranate. Ja, hab ich? Ja, die hat mich. Jawohl! Aber egal. Jawohl. Ah, oh, schade, Steve, schade. Ich hätte es dir gegönnt. Ich nicht, aber ja gewonnen. Ja. Markus cheatet. Cheater haben keine Fenster. Kevin? Bitte was? Du weißt, aus, ne? Deswegen spielst du eine Frau in dem Spiel. Deswegen, du weißt genau, also Sven, ja, dass der riesig ist. Nee, also ich spiele den Charakter wirklich nur, weil ich immer wissen wollte, was die Frauen so hier für Klamotten kriegen. Und ich wollte mal was anderes probieren bei GTA. Du hast doch deine feminine Seite offengelegt. Gibst du? Ja, stört mich nicht. Ach, Markus, das Level müsste dir eigentlich gefallen. Hier gibt's Haufen Autos. So viele Autos gibt es jetzt zwar nicht unbedingt, oder? Ach, sind schon ein paar.
feuert doch schon wieder Raketen. Ja, ja. Das Problem ist, ja, sieht man keinen. Nein! Ja, aber was hast du? Das ist nicht wahr! Doch. Du hast nichts gehabt! Du hast nichts mehr gehabt! Die Granate hätte wahrscheinlich überleben dürfen. Naja. Schön. Ich sag doch, Markus cheated. Was ist der denn? Man sieht den gar nicht. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Nicht den Markus, den sehe ich, aber den Svenny, den sehe ich nicht. Dieb, kannst du mir sagen, wo der Markus steht? Nee, ne? Nee, kann ich nicht drauf gucken. Steht garantiert irgendwo in der scheiß gottverdammten Gegend rum. Da steht garantiert auch irgendein Gebäude, den ich Markus kenne. Mann! So, Sie sehen, Sie ein taktisches Belauern? Nein! Da kam das Scheißding zurück, ich krieg die Tür nicht zu. Aber so bin ich eben auch gestorben, weil das Scheißding wieder zurückgesprungen ist. Oh nee! Gut, dass. Aber du überhaupt. Nee, alles gut. Nett? Das war jetzt ärgerlich. Und unnötig. Ach was. Nett. Da gibt es so viele Verstecke in der Scheißbude, das nervt. Mhm. Der Markus fährt schon wieder Auto. Das ist nicht wahr! Deine scheiß Rakete kommt an und meine nicht, oder was? Tja, meine kann länger. Aber du Assi.
Naja, zumindest machen deine nur ein bisschen Bum-Bum und bringen sonst nichts. Platzpatron nennt man sowas. Treffe nicht, das ist zum Kotzen. Oh, fährt er wieder mit der scheiß Koche durch die Gegend? Das kann doch nicht sein. Ach, was? Pass auf, die kommen dir beide hinterher, ne? Einer von rechts oben über die Treppe und der zweite, glaube ich, auch. Jetzt müsst ihr direkt vor dir stehen. Jawohl. Rolle. Nein! Jawohl! Scheiße! Steve, ich hab'n! Schön. Komm mal, ich hab zwei Kills. Kevin! Hm? Na und? Dafür habe ich zwei Kills auf einmal in der einen Runde. Ach, kann keiner beweisen. Ich hab das Video. Also, wer ist das Thema? Weil die bisschen Folge rauskommt, dauert bestimmt bis Februar, aber ich hab das Video. Ich hab Beweise. So, auf ein neues. Nochmal nicht, mein Guter, nochmal nicht. Da oben. Das ist nicht wahr. Das super, ist nicht. Sehr gut. Das ist guter nicht Mann. Wahr, Alter. Der trifft und trifft und trifft und die kriegt nichts da oben hin. Ja, scheint wohl jetzt gerade so ein bisschen eure Runde zu sein. 2-0. Oder 3-0 sogar schon. Problem ist, irgendwie, da drückt es ganz schnell weiter. Ich kriege jetzt mal die Munition nie gekauft. Oh, Mimimi, du hast das nur 6 aus der Raketen. Ah ja. Eigentlich brauchen wir beim Markus nur darauf achten, wo sich irgendwo ganz schnell das Auto bewegt. Da wissen wir, gut, Markus ist unterwegs. Nein, das stimmt wohl.
Das ist nicht wahr. Ach ja, na, wir hören eh nach der Runde auf. Das ist ja auch, Mann, diese Kack-Sushi-Rolle geht mir jetzt so auf Eier. Schon wieder mit der Sushi-Rolle? Ja, der macht in dem Moment die Sushi-Rolle und holt mich weg. Bei mir hat es Markus, Gott sei Dank, dass er zwischen den zwei Dingern festhängt. Ah, naja. Ob das so taktisch ist, immer mit dem Raketenwerfer, ich weiß ja nicht, aber gut. Wir machen jetzt eh was anderes. Ja.